Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen bei Shenrage TV und zurück zur Aktion sicherheitsrelevante Kampfszenarien. Heute haben wir noch die letzten beiden Angriffs- und Verteidigungsszenarios, nehme ich mal an. Yes. Da fangen wir auch direkt mit an und danach hatten wir heute noch Fazit. Was wahrscheinlich sowas wie eine Epilog-Quest ist. Aber wir schauen erstmal rein. Zack. In die beiden Szenarien. Oder in die vier, müsste ich ja sagen. Aber erstmal die beiden von Angriff. So. So, Aufteilung. Ja. Wir haben hier, ich sehe, Eis. Und zwar mal Feuer, deswegen würde ich den lieber nicht nehmen. Den nehme ich auf jeden Fall. Und tja, was ist gut gegen das alles? Blitz, der hat auch einen Blitz. Vielleicht nehme ich doch den. Den oder sie? Oder sie? Ah, die finde ich scheiße. Ne, ich nehme ihn. Mal gucken. So. Herausforderung. Achso. Entschuldigung. Ich nehme natürlich lieber die Wirbel, weil die einfach OP sind. Upsala. Keine Ahnung, wo der jetzt herkommt, aber... Okay. Bam. Guck ihn hier an, wie der reinrast. Diese Geodrachenechse ist OP. Feuer gegen Elektro auch sehr gut. Jetzt haben wir da oben das Problem mit dem Feuer. Versucht das mal so zu lösen. Das ist gut. Wasser gegen Feuer. Jetzt habe ich aber leider die AK, merke ich gerade. Magst du nicht zurückschießen? Okay, dann nicht. Ist auch völlig in Ordnung für mich. Ich meine, ich will ja gar nicht gewinnen. Ist ja auch Quatsch. Let's end this now. So. Du musst unbedingt darüber rennen, ne? Let's end this now. Guck dir den Pisser an, da, wie er gegen den Scheißmob kämpft. Ach, schrecklich. Das ist immer das, ne? Wenn die einfach nur den Dings angreifen würden, den Turm, dann wäre alles vorbei, viel schneller. Aber sie machen es nicht. So. Ja, der Axtmann war tatsächlich gut. Dieser Elektro-Typ hat nicht viel gebracht. Aber egal. So. Machen wir da jetzt nicht mehr so einen Kopf hier. Das ist die falsche Herausforderung. Die habe ich gerade schon gemacht. So, da. So, da haben wir... Okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt... Empfehlung für dieses Level? Achso, ja, okay. Gut, und dann... Wie gerade auch. Wirbel, yo. Schauen wir mal, ob das was bringt hier alles.
kann nicht so weit nach vorne. Setz dich direkt mal da ab. Soweit so gut. Aber der kann die Flieger nicht angreifen. Kriegt er noch einen Hit raus? Na, immerhin. Ja, sehr gut. Aua. We'll meet again. We'll meet again. Okay. Ein bisschen. Ein bisschen Schaden haben wir rausgekriegt. So. Die sind beide ranged. Das ist schlecht, aber... jetzt erstmal, jo, wehtun wollte ich sagen. Okay, einen haben wir erwischt. Okay, aus irgendwelchen Gründen hat er den oben auch getroffen. Sehr gut. Oh, die Base hält aber viel aus, ey. Oh, 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 oh. Was machen die in Damage auf den Heiligen Scheiße? Ja, das ist schlecht. Um das mal so auszudrücken, das ist schlecht. Das ist wieder so ein Moment, in dem ich einfach nur mal kurz den Dings angreifen müsste. Und alles wäre okay. Also der Elektrofuzzi hier, der ist insofern blöd, weil der so langsam zuschlägt, dass den alles tötet vorher, bevor der irgendwas geschissen kriegt. Guck's dir an. Oh, oh, oh. Jo, jetzt bin ich wieder zurückgedrängt bis auf meine Base. Oh, die lassen sich gar nicht beirren, ne? Läuft ja bei mir. Oh, ich habe hier jetzt gerade so viel nicht verstanden, dass es schon fast wehtut. Wirklich. Also das ist wirklich so dumm gerade, dass ich echt sauer bin. Und das bin ich schon über dem Limit. Ich bin schon über dem Limit, ne? Warte mal. Jo, dann mach ich's direkt nochmal. Herausforderung, Neustart. Mein Gott. Also, ja, der Dings gibt mir gar nichts, so. Der ist richtig gut.
geht mir an der Stelle direkt auf den Piss. Direkt sofort. Weil ich es nicht verstehe. Diese dumme Scheiße an. Ich kotze alles voll. Das kann doch nicht dein Scheiß ernst sein. Naja, ich glaube, die Einheit ist kacke. Guck ihn dir an, wie er da dumm rumläuft und die ganze Zeit einfach überhaupt nichts macht. Wow, ey. Ist der nutzlos. Holy fucking shitballs. Ja, natürlich bist du jetzt eingefroren. Ich frage mich jetzt, wo das Wasser herkommt, das dich einfriert. Da gibt's ja mal gar keinen Sinn. Let's end this now. Jetzt habe ich wieder Mr. Nutzlos. This will end you. Let's end this wheel. Meet again. This will do. Gott. We'll meet again. This will end you. Der macht gar nichts, bevor der... Ach, ist das herrlich. Hey, immerhin der Turm. Okay. Soweit, so gut. Was? Ach, jetzt komm. Okay, vergiss es. Nee, das funktioniert so nicht. Das funktioniert so überhaupt nicht. Das ist richtig dumm. Komischerweise sind die zwei, die ich gewählt habe, nicht scheiße. Aber, boah, wie scheiße ist der denn? Wieso ist der denn empfohlen? Fick dich. Heilige fucking Scheiße, wie nutzlos der ist. Oh mein Gott. Fick dich. Da vertraut man einmal diesem Kackspiel und dann wird man so enttäuscht. Ich kotze alles voll. Wer ist noch nutzlos? Du warst auch nicht besonders nützlich. Im Hintergrund kämpfen die einfach weiter. Probier ich mal mit dir, auch wenn ich damit nicht guter Dinge bin, aber was soll ich machen? Keine Ahnung, wieso sich der so krass übers Feld bewegen kann, aber na gut, wir sind ja nicht so. Also der Eisturm hier, ich glaube, den sollte ich besser stehen lassen. Der ist auch so nutzlos. Bis der einmal zugeschlagen hat. Alter Schwede. Diese Einheit da ist voll OP. Ja, dieser komische Schütze mit seinem Gewehr da. Guck sie an, alles tot.
Let's end this now! Ja. Ist auch immer schön, dass der immer zwei spielen kann, während ich nur einen spielen kann. Das ist immer der beste Shit überhaupt. Wieso ist denn der Wasserboot jetzt tot? Ach komm, ey. Ohne Scheiß. Das ist doch voll unfair. Oh, jetzt gehen die mir noch voll auf den Sack mit dem letzten hier, oder was? Alter, fick dich doch. Ja. Ach, Leute, ich hab keine Chance hier. Sag's, wie es ist. Guck mal, der schafft nicht mal zwei von den Helischirnen. Wieso ist das jetzt auf einmal so? Wieso sind jetzt auf einmal alle... Wieso friert der immer ein? Was ist denn das? Da ist doch nirgendwo Wasser! Alter! Oh. Ich habe jetzt schon wieder keinen Bock mehr. Das ist doch schon wieder so dumm. So. Ja, du bist ja richtig nutzlos. Welcher von denen ist nützlich? Die sind alle nutzlos. Kannst du mir in irgendeiner Form erklären, warum die nützlich sein soll? Ich check es nämlich nicht. Kann doch nicht wahr sein. Mann, jetzt habe ich endlich mal Überlebende hier. Mein Gott. Ich weiß nicht, warum der nicht einfriert, aber bei ihm passiert der Scheiß nicht. Let's end this now. We'll meet again. Oh Mann. Keine Chance, ey. Guck dir das an, ey. Bleibt erstmal schön da. Okay. Wieso? Ey, ich check's nicht. Ich check's wirklich nicht. Er spawnt und friert ein. Von was soll der denn bitte Dings bekommen haben? Schaden.
wie viel Leben hat das denn, ey? Mann, ein Schuss, ey! Och, come on, ey! Das kann doch nicht wahr sein! Wieso können die 15 Mal schießen in der Zeit? Ach, fick dich. Und instant rennen die los, als gäbe es keinen Morgen. Wie viel Leben dieses Ding hat, ne? Ich kotze alles voll. Ich habe da schon echt viele Hits drauf gemacht. Ich kann nichts machen. Ich kann hier stehen und warten. Und zugucken. Jetzt greift er den doch an. Ist der denn jetzt gestorben? Oh Mann. Und schon wieder. Es ist kein Wasser auf dem Feld. Nirgendwo. Und der friert ein. Jetzt hier exekutieren. Ey, meine Zeit ist schon wieder abgelaufen. Das kann doch nicht wahr sein. Ey, das gibt's doch gar nicht. What the fuck, Bro? Warum ist denn das so ultra nervig? Oh. Ja, komm, fick drauf. Okay, die brauche ich gar nicht beachten. Okay, alles gut, okay. Fusa. So. Also gut. Einzelziel, Feuer. Da brauchen wir Truppen gegen, die Wasser sind. Das wäre ja das. Obwohl, das ist keine Truppe. Das. So. Dann. Gruppe Eis. So, dagegen brauche ich AOE Feuer. Aber das schafft, das bringt gar nichts, weil der, bevor der die erreicht, sowieso stirbt. Okay. So, dann habe ich noch zweimal Anemo. Dagegen hilft gar nichts. Außer dass die AE sind, das heißt, da wäre Einzelzielschaden gut. Also der. Und der? Oder der und der? Ich versuch's mal mit ihm hier. So. Machen wir hier Feuertrupp. Okay. So. Dann haben wir noch AE Eis. Den da. AE Eis gegen AE Eis wäre dementsprechend Feuer. Einzelziel gut. Ja, das habe ich ja schon. Wozu bräuchte ich denn Wasser Einzelziel? Und warum schlägt er mir das unbedingt vor? Keine Ahnung.
So richtig zu Rande komme ich hier nicht. Guck mal, meine Wasserdinger sind schon tot. Weil die ganze Zeit durch die Gegend rollen wie die letzten Hurensöhne. Was gewagt ist. I don't fucking get it. Die sterben immer einfach so. Einfach tot. Da kommen schon wieder die nächsten zwei Hurensöhne. Und er geht nicht mal auf den Turm. Okay, gut, alles klar. Du gehst auf den Turm. Okay, und eingefroren. Instant. Alles klar. Yep, love it. Guck, die zwei zerballern alles, was ich besitze. Ficken mein ganzes Leben. Frieren alles ein hier. Obwohl nirgendwo Wasser ist. Geilste Shit in the Hood. Ist auch voll fair, dass der immer direkt zwei gleichzeitig spawnen kann davon und nicht immer nur einen. Das ist auch richtig fair. Ah, cool. Tot, tot, tot. Sehr nützlich auch so. Bin stolz. Und eingefroren. Sag mal, warum sind immer alle eingefroren? Was sind? Ich check's nicht. Ey, sorry, aber das ergibt überhaupt keinen Sinn und ist auch generell total behindert einfach. Es sind einfach alle immer eingefroren. Und ich habe keine Ahnung, wieso. Dann muss ich es mal mit dem Heal machen. Und nochmal raus. Ich hasse es, wenn ich mich aufrege. Und dann nerven mich noch Leute über WhatsApp. So, okay. Aufstellung. Ja. Du mal wieder raus. Gut, mach ich's mal so mit Heal. This
will end you. Oh, jetzt gibt es erstmal 30 Sekunden keinen hier. Also, dass ich hier die ganze Zeit eingefroren werde, finde ich richtig ätzend. Ich frage mich, woher er überhaupt Damage bekommt. Das ist schon wieder... Genau, du tankst den, bist immun gegen den Damage und du schießt drauf. Ja, der Heal war einfach zu OP anscheinend. Lächerlich. Und ich wollte ohne Heal. Ach, ficken, ey. Egal. Aber das regt mich zu doll auf. Fick drauf. Von links und rechts. Nie aufgepasst. Ja, die ist versorgt. Die sind alle fast tot. Perfekt. Egal. Mein Cooldown ist auch schon wieder fast... Also links kommt nur der... Ich habe überhaupt nicht aufgepasst. Wird ja immer schlimmer hier.
Okay, die kommen klar. Ach du Scheiße. Nochmal zwei. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja, das war knapp, ne? 75. Ja, dafür, dass ich nicht aufgepasst habe, okay. So. Okay. Jetzt haben wir drei Felder. Ach Gott. Ja gut, müssen wir immer auch die Zwischenstelen parken. Linke Flanke, rechte Flanke. Okay, packen wir euch, packen wir hier hin. Mitte kommen die Viecher. Da packe ich dann dich hin. Ich hab vergessen, was links kam. Egal. Halte ich den noch kurz. Das wird nix. Ach so. Die haben es nicht geschafft. Ja, cool. Alter Schwede, ey. Nutzloses Pack. So. Ach, das war nur eine Bombe. Oh, toll. Na gut. Kriegt ihr den noch tot, oder? Ja, nicht so. Hier kommt einfach noch einer. Oh Mann, ey. Jo. Also, dass sie damit jetzt so viel rumspielen, mir keine Festsetzer geben oder sonst irgendwas, das ist einfach nur dumm. Ich kann sagen, wenn du jetzt nochmal zutrittst, Alter, dann trete ich in den Bildschirm. Fick dich, ey. So, ich weiß doch auch nicht, Mann. Der droppt nicht mal so ein Scheißding, dass ich auch eine Kugel hab. Hm. So, 88%. Die sind da auf jeden Fall gut angelegt. Meet again. Fucking Mistvieh. Wie bitte? Was war das denn für Damage? Was war das denn? Willst du mich verarschen? Der rollte einmal gegen... What the fuck? Fall before me.
Alter. Das war ja wohl jetzt wieder eine Ultra-Frechheit, dass dieses Ding da einfach einmal gegenfährt und direkt verliert das Ding einfach 80% AP. Ach komm, ey. Oh. Ey, ich. What the fuck? Ich will mich ja nicht aufregen, ne? Aber manchmal. Heilige Scheiße, kann ich einfach nicht anders. Ja, und jetzt war es wohl vorbei mit der Leichtigkeit dieses Events. Okay. So, dann haben wir jetzt noch das Fazit. No, no. Quick, let's get to the... Ich habe keine Ahnung, wo es ist. Okay. Ich hätte jetzt erwartet hier. Ach. Okay. Ich danke euch beiden, Berater Shen und dem pfiffigen Helferlein. Nach dieser Simulation haben wir genügend Konfrontationsszenarien gesammelt, um die verschiedenen Fallanalysen komplizierter Kampfsituationen zu verarbeiten. Jetzt müssen wir auf der Grundlage der simulierten Einheiten nur noch ein umfassendes Modell entwickeln, dann können wir die verfehlten Szenarien ausarbeiten und sie unseren Kollegen aus den verschiedenen Bereichen zum Studium übergeben. Wenn ihr euch dafür interessiert, kann ich euch nächstes Mal auch die entsprechenden Szenarien aushändigen, damit ihr euren Verstand eurer Freizeit schärfen könnt. Okay. Das war's also. Wir sind uns völlig bewusst, dass ihr beiden äußerst beschäftigt seid und haben gleiche Simulationen ausgeschlossen, um redundante Anstrengungen zu vermeiden. Wenn ihr euch aber noch nicht genug amüsiert habt, könnt ihr natürlich gern immer wieder vorbeikommen. Ich möchte euch schließlich aufrichtig im Namen der Stabsabteilung der Milliliten und dem Vertreter der anderen teilnehmenden Einheiten danken. Ich hoffe, dass wir in Zukunft wieder Gelegenheit haben werden, zusammenzuarbeiten. So können wir die Fertigkeiten in Bekämpfung von Monstern verbessern und die öffentliche Sicherheit hierzulande steigern. Mit Vergnügen. Das ist alles so gut gelaufen. Wir haben es nicht nur geschafft, unsere Verbindungen zu den verschiedenen Gruppen, die wir zuvor getroffen haben, zu stärken, sondern wir haben auch den Menschen in ganz Teyvat geholfen. Außerdem hat Paimon viel gelernt, als Paimon dir beim Spielen des Kriegsspiels zugesehen hat. Vielleicht können wir ja wieder kommen und fleißig analysieren, wenn wir einmal nichts zu tun haben. Zum Beispiel, wer würde gewinnen, wenn sich ein Abgrundmagier und ein großer Schneeeber gegenüberständen? Oder ein Ruinenwächter und ein Geodrachenechse. Wer hätte den härteren Kopf von beiden? Ich weiß es nicht. Oh, da gibt es nochmal 10.000 Mora und nochmal 4 Abenteuerworte. Nice! Nehmen wir natürlich mit. Das Wetter hier ist genauso scheiße wie bei uns im echten Leben. So, okay. Hier gibt es nochmal den Saisonauftrag. Da, zack. Bam. Da können wir die direkt abschließen. Und auch hier unsere Dailies können wir direkt mitnehmen. Bam. Gucken wir mal, wie weit wir mit unserer... Oh, guck mal, da haben wir schon wieder einen zusammen. Na dann, hau ich ihn raus. Oh! Irgendwas kommt. Okay, das ist... Greetings. I am Clorand, a champion duelist of the court of Fontaine. If you wish to hire my services, please state the nature of your dispute. You may leave out any extraneous details. Those are no concern of mine. Okay, wir haben Chlorant gezogen. Nice, sehr schön. Damit haben wir das 50-50 gewonnen. Freut mich. Und dann habe ich jetzt einen weiteren Charakter, den ich irgendwie leveln muss. Yay! Ich habe nichts gegen sie. Ich hätte jetzt nicht aktiv auf sie gerollt und hätte die Pity auch gerne mit zu Citrin genommen. Aber was soll's? Besser haben als brauchen. Und dann muss ich hier mein Team mal direkt noch eine Person hinzufügen. Nämlich Chlorind. So. Interessant, interessant. Gut, dass ich da schon das
Set für Alishino farmen musste. Na, guck an. Into the shadows. Bam, 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 bam. Ist schon geil. Okay. Dann hat sich das ja fast gelohnt heute. Die haben diese Brüste einfach zu riesig gemacht. Und dieses Outfit macht's nicht besser, dass die so hervorgehoben werden. Naja. Gut, Sex Cells anscheinend. Dementsprechend, ja. Kim, was willst du? Egal, darum kümmere ich mich gleich. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Chosen!